Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute ist Hello Kitty bei uns und gemeinsam mit Hello Kitty möchte ich heute Überraschungseier öffnen. Also das erste Überraschungsei für heute ist natürlich ein Hello Kitty Überraschungsei. Dann haben wir noch so ein zweites kleines Hello Kitty Überraschungsei und wir haben ein Barbie Überraschungsei. Wir gucken mal, ich habe das schon mal aufgemacht, damit das Ganze so ein bisschen schneller geht, was hier in diesem Hello Kitty Ei drin ist. Ja, wir haben schon mal vier Aufkleber. Das sind vier super, super süße Hello Kitty Aufkleber. Wir haben aber auch Hello Kitty Süßigkeiten, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Ja, das brauchen wir nicht, das ist Müll. Und wir haben so eine kleine Anstecknadel, einen kleinen Button. Und guck mal, da ist Hello Kitty, wie sie auf einen Delfin reitet. Okay, so Hello Kitty, was meinst du? Was machen wir als nächstes auf? Natürlich ein Barbie-Überraschungsei. Okay, dann gucken wir mal, was hier Schönes drinne sein wird. So, auch hier habe ich das schon mal wieder aufgerissen. Und wenn man mal genau hinschaut an dem Plastikei, da ist ein bisschen Glitter drinne, gefällt mir gut. Auf jeden Fall haben wir auch hier eine Süßigkeit in Form von einem Armring. Dann haben wir auch noch einen Aufkleber mit Barbie und ihrer Katze. Und wir haben diesen kleinen Flyer, diesen kleinen Guide. Und da kann man sehen, da sind so verschiedene Schmuckstücke wie Anhänger, ja, und was auch immer man hier so bekommen kann. Und wir haben schon wieder einen Button, diesmal mit Barbie. Ziemlich cool, ziemlich nett. Naja, ich packe auch mal dieses Ei beiseite, denn wir haben noch eine weitere Sache. Wir haben diese lila-weiße Hello Kitty Kugel. Und die gefällt mir auch schon vom Design her ziemlich gut. Eigentlich besser als so ein Überraschungsei. Wir schauen mal, was hier drin ist. Was kommt hier denn alles so zum Vorschein? Ja, sieht aus wie Hello Kitty Radiergummi. Ja, kann das sein? Das ist ein Radiergummi. Coole Sache, wie ich finde. Die kann man auch sammeln. Gibt es verschiedene von. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Das ist in so einer Tüte drin. Ich muss das mal aus der Tüte herausholen. Und Tatsache, wir haben eine kleine Hello Kitty Figur in Form eines Radiergummis. Also Leute, was hat euch am besten heute gefallen? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich bin gespannt über eure Meinungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden Hello Kitty und ich uns freuen, wenn ihr den Ü-Ei-Kanal auch abonniert. Wir sehen uns nämlich das nächste Mal gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier auspacken. Also bis dahin. Tschüss.